Keine Ahnung. Ich brauche einen Topf. Wo soll ich denn einen Topf herkriegen? Die Ladies können mir auch nicht weiterhelfen. Katze! Gib mir einen Topf! Oh! Das ist aber putiful hier. Ich wollte nicht raus. Mein Gott, was sammle ich denn? Is actually thinking about this grave. Was ist denn das? Ach, Bellclapper. Ah, sehr gut. Von einer Glocke das Gedönse. Die Dings halt, ne? Ich kann es schwer beschreiben. So. That grow here next to the... Ah ja, diese Blumen hatte sie auch an dem Grab gesehen. So. Klingeln wir doch mal. Tür geht auf, wir gehen rein. Oh, die arme Frau. Huch! Oh, eine alt gewordene Fee oder so. Ne? Elder Butterfly Woman. What is it you wish, my dear? I'm a traitor of my wagon got damaged near this village. I'm afraid I can't help you with that, love. Thank you anyway. Okay, ich muss dir wahrscheinlich helfen. Ich brauche einen Topf. Gib mir einen Topf. Hast du einen Topf? Was haben wir denn jetzt geklaut? Ein Amulett. Brauche ich nicht. Ich brauche einen Topf. Topf, 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 Topf. Da. Ja, ich habe einen Topf. Muhaha. Dankeschön. So, mit dem Topf gehen wir jetzt mal ganz Chanel hier hin. So. Ha. Wieso das denn? Wieso das Amulett? Amulett of Power. Gut. Dann gibt mir das auch noch. Habe ich überhaupt noch so viel? Ja. So. Jetzt bin ich pleite. Aber gut, wir wollten das ja so. So. Amulett of Power first. Ach so, damit er wieder klaren Verstandes wird. Okay, ich brauche ein Blümchen, die Haare von ihm und ein Amulett. Alles klar, das habe ich doch alles. Das ist Wunderbärchen. Also zuerst mal das Blümchen, ne? Zip. Dann die Haare von ihm. Drunkard's Hair. Und dann ein Amulett. Tada! Und jetzt das Elixier vom Dingensbummenskirchen-Drown. So. Katzenhaare, Seerose, Wein und dann alles in ein Fläschchen. So, Katzenhaare, Seerose, Wein. Alles in ein Fläschchen. Sehr schön. So, was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal. Wir machen jetzt erstmal den betrunkenen Mann erstmal wieder nüchtern, ne? Ja, Digga. Your wish is my command. Okay, then follow me. Haha! Jetzt habe ich den erstmal eingesteckt. So. So. Da hast du. Thank you, your husker will wait for you by your cart. Jo, wonderful. Und jetzt glaube ich, ich gehe mal hier hin und dann das hier, ne? Das war sogar... Na hübsch, von hinten sieht er jedenfalls gut aus. Ah, I'm free, finally, and who are you? Ach, das ist Derrida. Klingt irgendwie mehr wie ein Frauenname. My name is Myosotis, I'm a trader. I'm grateful, but I have nothing that I could give you. You have, Derrida, you have your tail. Your trade in a strange coincidence, I know. Aha. So. Den haben wir jetzt befreit und der hatte, glaube ich, irgendwas zu tun mit der guten Dame hier oben, nicht wahr? So. Nicht? Jetzt muss ich mal gucken. Fehlt ja auch noch einiges. Aber wir haben ihn doch befreit. Pretending to be a butterfly, she wrote a letter to Derrida suggesting a meeting by the lake. Derrida went there without any doubts, but in the morning Derrida notates his mistake. The major's daughter panicked and ran the village. She
told everyone about her suicide. She told everyone that the butterfly's woman was to blame. The mind without as soon it turned out that the girl was pregnant, her father to avoid an AK marry her with someone she never found. Ja, ich lese das mal eben kurz. An old woman living inside old school. It was the teacher, Derrida's loved one. On the birch she placed a bell. Butterflies believe that the bell is a symbol of love. Okay. Geschichte habe ich jetzt immer noch nicht so ganz begriffen. Ich kann hier auch nichts tun. Derrida, he was so young and I was so stupid back then. Tell me more about those days. If you want, mit H, to know the story about Derrida and me, you have to ask him directly. This is a treatment and he is receptive. Habe ich doch schon gemacht. Habe ich doch schon gemacht. Habe ich doch schon gemacht. Oh, 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 oh. Hm. Sorry. Das habe ich doch schon gemacht. So. Hä? Das habe ich doch schon gemacht. Kann ich den nochmal holen? Hallo, hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Hm, ne. Hm. Dann bin ich hier fast überfracht. Ich habe 0 Acorns. Das ist natürlich total toll. Hm. The tree left to itself for some dozen. Okay. Also die haben so die Tradition, dass sie einen Baum pflanzen, um den Toten zu gedenken. Hier ist aber sonst nichts, ne? Ne. Hm. Hier kann ich auch nichts nehmen. Tja, dann hänge ich gerade ein bisschen fest, fürchte ich. Hm. Katze! Kann ich nicht nochmal rupfen? Hm. Kann ich auch keinen Wein mehr kaufen? Kann ich da irgendwie hochgehen? Nein. Nein. Klick, 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 klick. Ach guck, das kann ich alles wieder verkaufen. Das ist schön. Hier einmal benutzt und hast es wieder. Hm. Kann ich auch nicht nochmal hoch. Blümchen kann ich auch nicht nehmen, dann gehe ich wieder zurück. Hier kann ich aber auch nichts mehr nehmen, scheinbar. Hm, ist das jetzt wirklich ein Bug vom Spiel, oder? Fehlt nicht mehr viel. Vier Teile fehlen mir noch. Wer ist denn Derrida? Ach, the daughter of the Major. Moment, ja, dann hauen wir den Major doch mal an, oder? Hm. Okay, der will nicht mehr angehauen werden, scheinbar. Hallo, Major? Ne, der will nicht mehr angehauen werden. Toll! Toll, Major, toll. Was soll ich denn jetzt noch machen? Also, Tochter vom Bürgermeister. There was one woman, the daughter of the Major, who also loved the reader. Also da war ein Mädchen, die Tochter des Bürgermeisters, die the reader liebte. Pretending to be a butterfly, she wrote a letter to the reader. Also sie wollte eine Butterfly, eine Mädchen, und the reader wollte eine Butterfly. Und der Mann, the reader, noticed this mistake. The Major's daughter panicked and ran to the village. She told everyone about the river suicide. She told everyone that the butterfly was to blame. Okay. Habe ich denn jetzt drauf geklickt? Keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich stecke gerade echt fest. Ich kann hier auch nichts mehr anklicken. Da, frag ihn.
Verdammt. Was haben wir denn jetzt hier? Nix. Okay. Tja. Das ist toll. Tja, hier kann ich also auch nichts mehr machen. Ja, und jetzt, Leute, Freunde der Sonne. Da. Ich habe wohl irgendwas verkehrt gemacht, oder? Verdammt. Ich habe es wohl irgendwie in der falschen Reihenfolge gemacht und jetzt ist das Spiel verbuggt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, ich werde es nochmal von vorne spielen. Upsala. Und euch dann berichten. Bis dann, tö. So, da bin ich wieder. Ich bin nicht viel weiter gekommen. Ich versuche jetzt aber mal was. Nee. Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Kann das sein? Ich habe es jetzt auch andersrum gemacht, in einer anderen Reihenfolge. Aber irgendwie blicke ich jetzt immer noch nicht so ganz durch. Tja. Was tue ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Tja, 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 was tun, sprach Zeus. Vielleicht schneide ich auch einfach. Ja, Leute, Freunde der Sonne. Schwersinnisch. So, da bin ich wieder. Ich bin genauso schlau wie vorher. Beziehungsweise weiß ich jetzt immer noch nicht weiter so genau. Aber ich glaube, ich kann einfach die anderen Leute auch hiermit benutzen. Also, dass ich die Frage, hey, wer ist eigentlich Derrida? Deswegen gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert. Ah, that's the madman who fell in love with a girl from Butterfly Tribe. Ah. Da haben wir ja schon ein Gesicht jetzt gekriegt. Ha, drei Teile fehlen nur noch. Drei Teile fehlen noch. Gut, da muss ich die anderen Leute einfach fragen. Ah, hier. Wer weiß denn immer Klatsch und Tratsch, der Typ hier, oder? Derrida, there was one here. I don't remember him much since I was just a kid, but I heard many things. His house is on the outside of the village. No one wants to live there. They said the house is haunted. Aha. Ah, seht ihr hier. A woman loved him, but he loved a woman of the butterfly people. Ah, gleich haben wir die Story. Also müssen wir noch zwei Leute fragen, ja? Würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht weiß er ja auch was. Ich frage ihn mal, aber ich glaube nicht. No, never heard of the man. Ja, das habe ich mir gedacht, das ist ja nur ein fahrender Händler. Was ist denn mit dem hier? Okay, den kann man gar nicht auswählen. Nee. I knew that he was a previous blacksmith apprentice. Ah, sein Lehrling war das. They were working with butterfly crafts and their owners. That is really different from normal craft. The reader was making bells. He loved it and seemed that these bells are really important for butterfly people. They say that bells represent the husband and the bride. The husband is the bell. He surrounds the woman and protects her. The clip is the bride. She is the heart of the husband and the sound within. Ach, wie süß. But what about the reader? You said you know a story. I just told you, that's all there is. Ah. So, das fehlt noch. Ein Teil fehlt noch. Wen fragen wir denn da? Wen habe ich denn überhaupt noch? Ich glaube,
ich überhaupt noch einen gehabt, mit dem ich reden kann? Den Bürgermeister, oder? Ja, den Bürgermeister, richtig. Of course I remember he drowned in the lake. It was many years ago when my father was major. Also some people say that Derrida is still haunting the lake right down here, you know what? If you write down his entry history, I'd be glad to buy it. So, dann schauen wir mal. There once was a young man named Derrida. All women loved him, but he loved a woman of the butterfly people. Also es war einmal ein junger Mann namens Derrida. Alle Frauen liebten ihn, aber er liebte eine Frau vom Schmetterlingsvolk. She used to teach in the village school. Also sie hat in der Dorfschule unterrichtet. Derrida told her his feelings through a letter, but she never answered because that kind of love was forbidden for both humans and butterflies. Ah. Also er hat ihren Liebesbrief geschrieben, aber sie hat niemals geantwortet, weil diese Liebe zwischen diesen beiden Völkern verboten war. There was one woman, the daughter of the major who also loved. Also die Tochter des Bürgermeisters hat ihn ebenfalls geliebt. Pretending to be a butterfly, she would. Sie hat so getan, als wäre sie eine Butterfly und hat einen Brief an der Reader geschrieben und vorgeschlagen, dass sie sich am See treffen. Und ohne irgendeinen Zweifel hatte Derrida sich dann dahin befunden. Sie haben die ganze Nacht miteinander verbracht. Aber am Morgen hat Derrida dann seinen Fehler bemerkt. Torn with grief and anger, he tossed himself to the waters of the lake and drowned. Erfüllt von Gram und Enttäuschung hat er sich selbst ertränkt. Die Tochter des Bürgermeisters war panisch und rannte ins Dorf zurück. Sie hat jedem erzählt, dass Derrida sich selbst umgebracht hat. Und sie hat jedem gesagt, dass die Schmetterlingsfrau dafür verantwortlich war. Aber die Nacht mit Derrida war nicht ohne Konsequenzen, nämlich die Tochter des Bürgermeisters wurde schwanger. Ihr Vater, to avoid gossip, was quick to marry her with someone. Also um irgendwelche Gerüchte und böses Nachreden zu vermeiden, wollte er sie schnellstmöglich verheiraten. Sie hat sich selbst, also die Tochter des Bürgermeisters hat sich selbst niemals vergeben und jedes Jahr zur selben Zeit hat sie eine Blume und Tränen dort abgelegt, wo ihr Liebster verstorben ist. Many bloomings after people started noticing a ghost walking the shore of the lake was walking the bridge farms. In the graveyard bridge farms, there was one bridge that no one cared about besides an old woman living inside the old school. It was the teacher that loved one. On the bridge she placed the bell. Butterflies believe it. Ah, okay. Also die Schmetterlingsfrau hat ihn wohl doch geliebt. I told the major the entire tale. He was listening carefully because it was a tale of his village. One he grew up in and lived in entire life. The one he was the leader of. He was listening because it was a tale of his father that he never met. Oh, the reader is sein Vater. He was listening because it was his tale. When I finished, he gave me the rest of the money, thanked me with a nod and closed himself in his office. Hat sich dann da erschossen. He didn't say anything else, he was consumed by his thoughts. Okay, ich möchte da hoch. I think he needs the space right now, better now. Okay, aber ich habe ja Knete jetzt, ne? Ah, da die 15 Acorns, die der Typ haben wollte. Hier, yo, give me. Yay! Dankeschön, Wiedersehen. Achso, ich könnte noch mehr Geld machen. Hier, ich will das nicht mehr und das nicht mehr. So, guck. Auf Wiedersehen. Ich will noch mal reingucken, aber hier ist nichts mehr, ne? So. Alright, Zephyr, we have a fixed wheel. Now, how to put it back on? I can help you with that. There. Oh, one more thing I think you would like to know. That the major called us all today. He's going to rebuild the school. Goodbye and have a safe travel.
Well, the fear looks like we reached the end of the story. I think it's time to move on. Who knows, maybe the next story will be about me. Ja, nettes kleines Spielchen. Man muss schon Englisch verstehen, um die Story zu verstehen. Nette kleine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Let's Play-Folge gewesen sein, aber muss ja auch mal sein, ne? So, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Oder vielleicht sogar ein Abo, ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play oder Let's Flash. Bis dann, ciao!